Oh mein Gott. Bruder, wie hab ich den gerade die Erde entwendet? Ich hab ihn dreimal hintereinander geholt. Oh mein Gott! Yo! Und ich hole ihn das vierte Mal. Ja, Alter, Turner, Alter, Mashallah. So, meine südperanischen Zugvögel, Delfine, willkommen zu einem wundervollen, ehrenhaften Cold War Video. Und zwar in diesem wundervollen Video, Leute, hier meine wundervolle Pelican-Klasse, wie ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt. Und zwar habe ich jetzt einige Zeit gesuchtet, viele nice Clips erspielt, auch ein nice 20-plus-Gameplay mit Unnachgiebig-Streak, mit der LW3 natürlich, das kommt dann ganz zum Schluss erst. Dazwischen natürlich ein paar wundervolle Clips, aber jetzt erstmal zu meinem wundervollen Klassen-Setup, warum wahrscheinlich die meisten von euch hier auf das Video geklickt haben. Und zwar hier die Pelican, habe ich schon auf Max gelevelt natürlich. Leider noch nicht die Diamant-Tarnung frei, aber dazu komme ich später nochmal. Und zwar erstens hier die wundervollen Aussätze, die ich benutze. Und zwar bei Mündung benutze ich den ersten Aussatz, Stabilisierer natürlich, also je nachdem. Es gibt eine Menge Leute, die spielen die anderen Sachen natürlich auch, aber wie ihr seht, wird das meiste hier ein bisschen benachteiligt, beziehungsweise ihr habt ein bisschen mehr Nachteil für Zielvisier. Das zweite könnt ihr auch benutzen, aber ihr braucht wirklich mehr Skill. Movement, beziehungsweise Movement ist eigentlich hier das Stichwort, was hier in Sniping in ich wollte schon MW sagen, was Sniping in Cold War angeht. Ihr müsst echt viel auf Movement gehen und Speed beim Scoping. Also wirklich, ist es wirklich das Beste. Also die ADS ist wichtig und halt das Movement ist wichtig. Deswegen, erster Aussatz hier bei Mündung. Hier bei Lauf ist natürlich hier zum Vergleich mal, ich benutze hier Ultraleicht. Wie ihr seht, unten bei Speed wird es abnormal erhöht. Deswegen benutzt ihr diesen vorletzten Aufsatz. Bei Körper, je nachdem, ob ihr mir jetzt 7 oder 5 Aufsätzen spielt. Ich habe jetzt immer 7, beziehungsweise ich benutze nur 6 von den 7, aber das ist eine Entscheidung von euch. Ich würde aber sagen, falls es zu dem Punkt kommt, falls ihr 5 Aufsätze spielt, ist Laservisier kein Muss. Also könnt ihr eigentlich weglassen, würde ich sagen. Weil es gibt andere Aufsätze, die viel wichtiger sind, was Movement und Speed erhöht. Weil hier geht es ja, wie gesagt, nur dann, was ich jetzt benutze, hier auf No-Scoping bzw. No-Scope-Aim. Erkennungsdistanz, je nachdem sowas halt. Deswegen benutzt einfach das dritte, falls ihr jetzt meine Klasse kopiert. Und bei unserer Lauf hier das zweite, also je nachdem, wie gesagt, es gibt hier nicht wirklich viele Dinge, die verbessern. Guckt, weil hier geht es maximal bis 10%. Das erste ist vielleicht gut, aber die anderen verschlechtern dich halt beim Movement. Ich würde euch wirklich nur das zweite empfehlen. Es gibt natürlich andere, die spielen es anders, aber ich würde auch so sagen, falls ihr 5 Aufsätze beschränken müsst, wäre das dann der zweite Aufsatz, den ihr raushauen könnt. Weil so viel positive Einwirkung von diesem Aufsatz gibt es leider nicht für die Klasse, deswegen würde ich den sogar rausnehmen dann, falls ihr mit 5 Aufsätzen spielt. Beim Magazin einfach nur das erste, weil der Rest verschlechtert einfach nur die ADS-Speed. Und dann hier bei Handgriff nehmt ihr einfach das vorletzte und bei Schaft nehmt ihr einfach das letzte, weil wie gesagt, Schwinden-Schieß-Wechseldauer ist eines der wichtigsten Top 2 Dinge, würde ich schon sagen. Mit Zielvisierdauer und Waffenbewegungskontrolle. Die drei sind die wichtigsten, deswegen nehmt einfach das letzte. Glaubt mir, den Aufsatz muss man eher erst, glaube ich, bis 50 bis 55 freispielen. Also es ist ein Muss-Aufsatz. Erstens, weil er richtig gut ist und zweitens, weil man den erst erspielen muss. Also da muss schon sein Level wert sein, würde ich sagen. Also benutzt einfach mal diese Klassen, je nachdem. Und wie gesagt, falls ihr nur 5 Aufsätze spielt, dann natürlich haut unterer Lauf raus und Körper raus. Und benutze die anderen 5 Aufsätze, die ich gezeigt habe. So, dann kommen wir natürlich hier auch noch zu meinen Tarnungen, die ich hier kurz zeigen will. Weil ich will ja sagen, dass natürlich viele Leute auch besser spielen mit bestimmten Camos. Und ja, ich würde einfach mal euch das zu Herzen legen. Spielt mit der Camo, mit der ihr am besten seid. Eine Menge werden mit Diamant-Safe besser. Ich habe es leider noch nicht freigespielt, nur leider Gold. Aber ich habe mich auch ein bisschen hier, wie ihr sehen könnt, auf Zombie fokussiert. Da habe ich auch schon die Gold-Tarnung frei und Grinder gerade auf Pest-Diamant. Weil diese Tarnung ist einfach Baba, was Zombie-Modus bzw. auch im Multiplayer dann angehen wird. Also ich werde diese Tarnung anders halt freispielen. Auf jeden Fall, Leute. Hier kommen wir noch schnell zu meinen Secondaries bzw. Overkill. Weil wie gesagt, wenn ihr Overkill spielt, dann habt ihr natürlich nur 5 Aufsätze oben. Das heißt, benutzt ihr 5 Aufsätze, die ich euch dann gesagt habe. Und hier natürlich, je nachdem, mit was ihr besser spielen könnt, Secondary Overkill als MP5 oder M4 oder was weiß ich. Also je nachdem, mit was ihr besser spielt. Eure Entscheidung. Auf jeden Fall, Leute, hier bei Taktik habe ich natürlich Stimulantien rein. Also es ist ein Muss für jeden Sniper, würde ich eigentlich sagen. Also vor allem, wenn ihr auf Streak seid und knapp vorm Tod seid, ist es ein Muss. Premier, Semtex, Tomahawk, eins von beiden, könnt ihr euch entscheiden. Hier benutze ich S-Mine und was ihr halt am besten spielen könnt, ist eure Entscheidung wiederum. Extra benutze ich das dritte Splitterschutzweste wegen C4, Semtex, je nachdem. Also es gibt eine Menge Sachen, die mich abfacken, aber ich glaube Explosionsschaden ist ein bisschen häufiger als Blendung. Deswegen benutze ich hier das dritte, Plünderer und Gangho beim zweiten und dritten extra. Und wie gesagt, bei Wildcards Revolver hält für 7 Aufsätze und natürlich hier Gesetzesbrecher für Overkill könnt ihr benutzen. Je nachdem eure Entscheidung, aber das war so viel zu meiner wundervollen Pelican-Klasse, würde ich sagen. Ja, je nachdem eure Entscheidung, ob ihr sie nachmacht, aber auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte euch auf jeden Fall helfen.
Und natürlich zum Schluss möchte ich hier euch noch wundervoll nochmal mein TikTok einblenden. Ist natürlich wieder hier unten links angezeigt, hier eingeblendet, @itstab_youtube. Aktuell bin ich bei knapp 2300 Followern, glaube ich. Auf jeden Fall würde ich hier noch gerne 3k knacken, kurz bevor Neujahr ist. Deswegen, ja, supportet mich einfach und schaut einfach mal rein. Aber zum wundervollen Abschluss würde ich sagen, gönnt euch einfach hier die wundervollen Clips, Highlights und natürlich auch die wundervolle 20+-Streak. Von dem her, peace out, haut rein, euer Tab, wir sehen uns beim nächsten Video. Kurz geht raus, an die Maus. Oh, du armer Digga, der hat jetzt echt kassiert. Der letzte Shot. Uff. Spiel, sag mal. Ich kriege keine Multis hin. Das ist unmöglich. Das hab ich beim W auch gesagt und dann. Oh mein Gott, Leute, das war ein nicer Feed, glaube ich. Also, falls ich mich daran erinnere. Yo, wasch mal. Bro! Bro, jemand muss sich aufhalten, Bruder. Uff. Boom. Boom, Baby, let's go, Digga. Und dann habe ich ja noch ein Gold. Uff. Wer sagt, Pinguine können nicht fliegen? One more. No, never mind. There you go. One baby. Two baby. Boom baby. Oh yeah. Oh. Let's go, Mann, Alter. Ich habe so ein Déjà-vu. Ich glaube, das habe ich auch in der Beta mal in so ähnlicher Form gemacht. Thank you.
so schön, keine Hitmap zu machen, Digga. Die Streak ist so gut gerade. Guck dir das an, was ich gerade verteilt habe. Junge, ich drück den gerade so gut, der Schatz, gell? Shit.